So Leute, und es geht weiter in Part 6 von Fable Anniversary. Und hier kommen mir gleich wieder ein paar Assassine entgegen. So, eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grabhügel. Feld, Belohnung 2000. Maximal Großtaten 3. Ist noch nicht bekannt genug. Befreit die Obstform von Hops. Hopp-Jagd-Wettbewerb. Was ist denn ein Großtat? Ach, das sind die Questen mit bestimmten Belohnungen. Kein Schutz, Hopp-Jagd-Wettbewerb. Macht die Quest nackt. Nehmt keinen Schaden. Benutzt keine Waffe oder aggressive Magie. Hinweis erfordert. Steuerung traditionell. Tötet mindestens 10 Hops mehr als Whisper. Okay. Hey! Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ja. Nee. Achso. Wie kann ich da oben wechseln? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Nein. Nee. Ach, hier oben. Mit der 4. Alter, die Steuerung ist echt so bescheuert. Was wollte ich denn jetzt gucken? Achso, Ausrüstung. Kann ich nicht ausziehen. So. Wir müssen sie ja nackig machen. So, ich glaube, so sind wir komplett. Ja. Hui, Learnings-Dings. Das sieht ja cool aus. Fast wie ein kleiner Assassin, ja. Nutzobjekte. Achso, ich wollte mich heilen, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Ich muss mich kurz ein bisschen durchfinden hier. Ne, hier nicht. Doch da. Aber wie kann ich das Unterding durchblättern? Oh, das ist doch eine bekloppte Dings hier. Ach ja, ich weiß. Okay. Nee? Doch, hier. Ach, das ist echt so eine bekloppte Steuerung. Leute, ich empfehle euch, spielt das bitte nur mit dem Controller. Okay, müssen wir nochmal benutzen. Müssen wir nochmal dahin. Oh, das ist echt so bescheuert. So. Ich glaube, nackig. Was ist da noch? Kein Schaden? Hey, Mann. Keine Waffe? Hey. Und 10 mehr als Whisper. Eine Waffe werde ich benutzen. Ich mache das Spiel ja nicht auf perfekt. Ich mache so aber so perfekt wie möglich. Aber wenn ich 100 Mal scheitere, dann lasse ich es auch. Geh weg von mir!
So, wo sind denn noch welche da? Weiche von mir! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, wo ist der nächste? So, was haben wir denn hier unten Schönes? Was ist das? Hm, okay, nichts. Vielleicht noch nichts. Okay. Hier sind noch ein paar Bubis. Nein, ein paar Wespen. Treffen wir die? Da ist noch was. Na, den da! Den! Mann, ey. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Mich hieb's nicht. Schade, ach hier nicht, nee, da liegt nichts. So. Ich glaube, wir haben unendlich Schuss. Weil das wäre auch schon längst. Jetzt rennt der da oben lang. Nein, der andere. Ich will euch die Gedärme rausreißen. Na, das. So einfach ist das. Glaube ich. Oh, diese Steuerung. Ich glaube, das normale Fable war ein bisschen einfacher mit Tastatur und Maus. Ah, ich werde bekloppt. Aber nicht versuchen, drüber nachzudenken. Spiele einfach, Tobi. Spiele einfach. Okay, wir sollen nackt, ohne Waffe und sehen Hipster mehr oder Hops mehr. Als Wips, Alter, Wips, Whisper. Und... Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Das ist hier. Ah, da seid ihr ja. Wurde Zeit, dass sie auftaucht. Ich hätte beinahe ohne euch angefangen. Wie ich gerade erzählte, haben Hobbs den Obstgarten überrannt. Ich könnte sie ja allein erledigen. Aber zusammen ist es lustiger. Wer die meisten Hops erwischt, bekommt die Trophäe, ja? Aber erwischt sie, bevor sie den ganzen Apfelmost getrunken haben. Die kleinen Mistkerle haben unten am Fluss meine Kisten aufgebrochen. Dann sollten wir da mal hingehen. Los, wer zuerst da ist. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Arbeit eine Farm und die Herde... Naja, mal gucken, ob wir das schaffen. Also, wie gesagt, die eine Großtat... Mit ohne Waffe, glaube ich, wird schwierig. Und dann noch 10 mehr als die. Also ich mache mit Waffe, aber dafür nackt. Und hoffentlich ohne Schaden. Ja. Naja, die andere ist leider auch. Schade. Aber naja. Oh. Alter, die hat schon 2. Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist das für eine Alte? Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Und der lebt immer noch. Alter, der ist immer noch nicht tot. Ihr mögt echt keine Hops, was? Bleib hier, wir werden langsam offensichtlich recht vertraut mit Kampfmodifikatoren. Oh, du hast hier Vieh.
Ach so, wir können die so töten. Ah. Das wusste ich gerne mal früher. Okay, der ist tot. Ey, das ist meiner. Der hat zu wenig Energie. Alter. So. Pops, Mann. Diesmal probieren wir. Die halten echt viel aus, diese verdammten kleinen Wichsfrösche. Also 10, oh, also 10 mehr als der. Naja. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Oh. Wieso gehen wir so schnell tot? Alter. Ja, weil wir haben keinen Schutz. Das war aber meiner. Ja, das war jetzt ihrer. Scheiße. Ihr mögt echt keine Hops, was? Links, rechts, geradeaus, oben, unten und... Attacke, Fresse! Und wieder einer für mich. Naja, wenigstens... haben wir dann die meisten. Die halten echt viel aus. Ihr habt den Hobbs wirklich eine Lektion erteilt. Die werden es sich zweimal überlegen, bevor sie mir wieder was klauen. Nicht schlecht. Nächstes Mal wird es aber nicht so einfach. Das reicht mir jetzt. Vielleicht hat die Gilde was Interessanteres für mich zu tun. Ich sollte mir den Schaden ansehen. Naja, wir haben wenigstens eine Großtat. So, dann rüsten wir uns mal wieder aus. So. Ausrüsten. Ne, warte mal. Die haben beide 50. Okay. Ne, stimmt, das sieht cooler aus. Nee. Die Rüstung ist gleich. Also da ist nichts anders. Ich finde die geiler. Obwohl man kann auch gleich komplett so anziehen. Okay, wir gucken mal nach den Waffen. Das Eisenlangschwert hat 30, das hat 32. Die Armbrust hat 20. Gibt es da irgendwie einen Wert, wie man so gucken kann? Wegen Spannung? Also Spannen? Nee. Okay. Alles klar. Haha, zum Ezio. Okay. Gibt es hier eigentlich irgendwas zu entdecken? Ich glaube mal nicht, oder? Na, doch, ein Apfel. Aber man merkt, ohne Rüstung muss man viel einstecken. Wie kann man nochmal den Apfel zum Beispiel... Die liegen so viele, aber die kann man nicht nehmen. Schade. Da, nur ein. Ach, man braucht... Ach, man kann auch rübergehen. Okay, hier gibt es nichts mehr entdecken. Wir gehen zurück zur Gilde. Och Mann, war das gerade ein Abenteuer. Ich dachte, wir sind ein bisschen härter, aber die Hobbs haben ja erstens richtig viel ausgehalten. Und 10 mehr als Whisper. Oh je, oh je. Hast du was zu sagen? Ich habe gehört, dass ein paar Händler Hilfe brauchen. Nehmt die Questkarte und macht euch schlau. Was wird die jetzt geben?
Nee, wir müssen erstmal die Händler. Ach, ich mach das ohne. Ich hab keinen Bock, da jetzt immer was zu machen. Sorry, Leute, aber naja. So. Gehen wir auch gleich los. Die Steuerung. Wie lange muss ich denn noch spielen, um die Steuerung zu beherrschen? Ist das der Händler? Ja. Ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Ich zahle auch für eure Hilfe. Das ist die Abmachung. Ihr bekommt ein Viertel des Lohns jetzt und den Rest, wenn wir heil ankommen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich begleiten möchtet. Ich werde bis dahin warten. Yep. Ihr bringt mich zur Obstfarm? Ausgezeichnet! Beginnt eure Reise mit dem Ausdrucksmittel Folgen. Wenn wir eine neue Region erreichen, sage ich euch, ob wir auf dem rechten Weg sind. Wenn ich anhalten soll, benutzt einfach das Ausdrucksmittel Warten. Und ehe ich es vergesse, hier ein Vorschuss auf euer Honorar. Den Rest gibt es bei unserer sicheren Ankunft. Geht lieber nicht allzu schnell, sonst komme ich vielleicht nicht mit. So. Folge mir. Geht voran, oh Held. Naja, Hauptsache läuft's ein bisschen schnell. Mann. Hey. Was geht da? Dark. Oh Mann. So, jetzt müsste er eigentlich hinter mir sein. Ja, wir gehen eindeutig in die richtige Richtung. Oh Mann, sind da viele. Nein, hört auf den hinter dir. Schade, dass sie die Steuerung ein bisschen scheiße gemacht haben. Sorry, aber ich habe mich eigentlich so sehr auf das Spiel gefreut. Auf den Remake, also Remastered. Oder Anniversary genannt. Aber irgendwie, naja, die Steuerung, die... Boah, Alter! Das war nur so. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Alter, ich hab doch einige nicht drin. Alter, hier haben wir ja schon vier. Oh Gott, ey. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Alter, mal den nicht Habt ihr Tränke oder Essen? Was ist das jetzt? Oh, Alter, fällt der aus. Oh Gott. Ey, es gibt's doch nicht. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Ich hörte hier keines gefährlich werden. Seid vorsichtig. Na, das war's. Mann, Alter. Vor kurzem traf ich einen fahrenden Minnesänger. Reizender Kerl. Nur singen konnte er kein Bild. Kann man echt diese bekloppte Steuerung nicht umstellen? Anscheinend nicht. Oder warte mal. Hey, warte mal. Ganz ruhig. Ach, man kann sie doch umstellen. Okay. Ja, damit beende ich den Part. Wie es weitergeht, das erfahren wir morgen. Hoffentlich ein bisschen mit mehr Action, beziehungsweise nicht so oft tot gehen. Ich werde die Steuerung für mich umstellen und ja, ich hoffe mal, dass es dann nächstes Mal klappt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.